Heute geht es um Langlebigkeit. Mit meinen 72 Jahren bin ich jetzt in einen Bereich meines Lebens gekommen, wo die Frage nach einem gesunden Weiterleben richtig interessant ist. Seit längerer Zeit befolge ich die Erkenntnisse in der Wissenschaft bezüglich Geriatrie, also die Lehre über Altwerden und Methoden, wie man da positiv einwirken kann. Immer wieder schaue ich mir wissenschaftliche Studien zu diesem Thema. Einige Links findest du in der Beschreibung unten. In diesem Video werde ich dir die wichtigsten Einflussfaktoren auf langes, gutes Leben geben und zum Schluss werde dir auch einige Empfehlungen geben, wie ich damit umgehe und was du, selbst wenn du vielleicht erstmal in der Mitte deines Lebens stehst, schon jetzt machen könntest, um für dein langlebiges Konto schon jetzt einzuzahlen. Das wird sich lohnen. In dieser Welt gibt es einige Gegenden, wo Menschen überdurchschnittlich alt werden. Ein von solchen Orten ist Okinawa. Dort ist die Wahrscheinlichkeit, 100 Jahre alt zu werden, um Faktor 30 höher als in der westlichen Welt. Eine gewaltige Zahl. Man hat also sehr gerne wissenschaftlich die Leute unter die Lupe genommen, um zu schauen, was sind die Gründe für so gutes und langes Leben? Die Genforscher haben sich auf die Arbeit gestürzt, um ein Gen zu finden, der für diese Langlebigkeit zuständig ist. Das war eine lange Suche, die aber erfolglos verlaufen ist. Ein Longevity-Gen gibt es nicht. Es gab auch eine Erscheinung, die letztendlich die Genforscher dazu bewegt haben, die Suche aufzugeben. Man hat nämlich gesehen, dass die jungen Menschen auf Okinawa, die die alte, traditionsreiche Lebensweise aufgegeben haben und geleitet von den amerikanischen Soldaten, die dort in den Militärbasen stationiert sind, geleitet von deren Lebensweise, die haben ganz schnell die gleichen gesundheitlichen Probleme bekommen, wie das in der westlichen Welt bereits bekannt ist. Also Übergewicht und auch Diabetes und sonst welche Krankheiten, die reichlich in der westlichen Welt vorhanden sind. Der American Way of Life hat sich also hier von der destruktiven Seite gezeigt. Die Wissenschaftler sind letztendlich zum Schluss gekommen, dass viele, viele Faktoren hier eine Rolle spielen. Alle diese positiven Einflussgrößen kann man in drei Bereiche unterteilen, die ich in diesem Video zum größten Teil besprechen werde. Eins davon ist die Ernährung, das andere wäre die Anbindung an die Natur und das dritte die soziale Anbindung von den älteren Menschen. Ich fange mit der Natur an, weil das ist eben die Umgebung, in der die Menschen leben. Und dort leben die Menschen tatsächlich in Symbiose mit der Natur. Meistens leben die in eigenen kleinen Häuschen, platziert in einem Garten und pflegen den Garten sehr gerne. Die japanischen Gärten sind schon von der Schönheit bekannt. Das habe ich noch nicht erreicht, aber steht bei mir auf dem Plan. Also die Anbindung an die Natur scheint eine von diesen Einflussgrößen zu sein und das ist ganz anders als das, was wir in den Westen haben. Vor allem in Großstädten, wenn die Menschen in diesen Wohnsilos wohnen, wo kaum irgendetwas Natürliches zu sehen ist, viel Lärm oder sonst was. Das zweite ist die soziale Anbindung. Es war nie mein Traum, in einem Altersheim mein Leben zu verbringen. Das ist für mich alles andere als attraktiv. Die Menschen dort auf Okinawa, die sind sehr gut in die sozialen Netzwerke eingebunden. Die unterstützen sich gegenseitig und die schätzen sich auch gegenseitig. Die älteren Menschen werden als wertvoll angesehen. Ganz im Gegenteil zu dem, wie man mit den Menschen im Westen umgeht.
Hier ist ein älterer Mensch eher als Belastung zu nehmen, als eine wertvolle Person. Für viele Sachen gibt es Geld in Überfluss, gerade jetzt in den turbulenten Zeiten, wo man sich fragt, ob das notwendig ist. Aber für die Rentner gibt es kein Geld. Ist nur ein Zeichen, in welche Richtung die westliche Welt marschiert. Traditionsgemäß waren ältere Menschen in allen Kulturen hochgeschätzt, wegen Lebenserfahrung. Der Dorfälteste war ein geschätzter Mann, zu dem man gegangen ist, um auf Lebensfragen eine gute Antwort zu bekommen. Man hat für diese Menschen gesorgt, dass sie gut mit Lebensmitteln versorgt sind, dass sie gut leben können, weil man deren Lebenserfahrung hochgeschätzt hat. In der westlichen Welt sehen junge Menschen die Älteren als dumm, weil sie nicht schnell genug auf dem Handy tippen können. Und dieses Transfer von Wissen findet im Westen nicht statt. Die älteren Menschen werden abgewertet. Und in der Psychologie ist bekannt, dass wenn keine Wertschätzung einem Menschen entgegengebracht wird, dann leidet er darunter. Und wenn er darunter leidet, dann leidet auch die Gesundheit darunter. Wenn die Menschen also in Japan, die älteren Menschen dort, einen gebürtigen Platz im sozialen Leben haben, dass die weiterhin aktiv sind, dass sie wertvolle Dienste an die Gesellschaft leisten, dann fühlen sie sich geehrt, als wertvoll angesehen, und das bringt auch die positive Einstellung zum Leben bei diesen Menschen. Die leben fröhlich, die freuen sich aufzustehen und im Garten oder sonst wo irgendetwas zu machen. Was machen die älteren Menschen in den Altershäusern? Die vegetieren die ganze Zeit. Das ist für mich kein Leben, das ist eine Vegetation. Das bedeutet, hier sind alles Faktoren, die eine wesentliche Rolle dazu beitragen, dass die Menschen auf Okinawa tatsächlich eine menschenwürdige Umgebung haben. Und da kann man sich mit solcher Umgebung sicherlich gut befreunden. Also für mich wäre das passend. Ich denke, dass derartige Verhältnisse kann man in den westlichen Ländern auch implementieren. Da gibt es viele Beispiele, dass die Menschen das erreicht haben. Der Trend ist aber ein anderer. Dritter Bereich, der auch hier eine Rolle spielt, ist die Ernährung. Dem Thema der Ernährung werde ich ein extra Video schenken, weil das sehr umfangreich ist. Hier werde ich nur einige Hinweise geben, die man schon jetzt berücksichtigen kann. Also zuerst, die Leute auf Okinawa ernähren sich überwiegend von dem eigenen Garten. Selbst ein Restaurant im Dorf hat eigenes Garten und die Sachen, die dort angeboten werden, werden selbst gezüchtet. Schonend verarbeitet und frisch kommt das auf den Teller des Gastes. Das sind also überwiegend Kohlenhydrate, pflanzliche Mittel, wenig Fett, wenig tierisches Eiweiß, ein bisschen Fisch von Zeit zu Zeit. Also das, was in der westlichen Welt auch unter Kreta-Diät zum Beispiel oder mediterrane Ernährung bekannt ist, das geht in diese Richtung. Die aktuellen Trends in der westlichen Ernährung, wo man auf Fette und tierische Eiweiße schwört und die Kohlenhydrate als Übel und Grund für Diabetes und sonst was hält, dort leben die Leute ganz anders. Das sind also große Unterschiede in der Ausrichtung. Jetzt kommt also meine Empfehlung. Wie mache ich das? Ich versuche, ohne vorher die Lebensweise der älteren Menschen auf Okinawa studiert zu haben, habe ich irgendwie intuitiv mich in diese Richtung bewegt. Ich mag es eben vegetarisch mich überwiegend zu ernähren. Fisch esse ich von Zeit zu Zeit auch sehr gerne, aber nicht jeden Tag, definitiv nicht. Fleisch eher selten.
sehr viel Gemüse, Obst, alles das, was aus dem Garten kommt, in Bioqualität, das ist stark zu betonen. Achte darauf, dass du keine Gifte zu dir nimmst. Das belastet stark deinen Körper und verkürzt deine Lebenserwartung. Wenn du also für gutes Wasser sorgst, auch frei von jeglichen Giften, wenn du alle diese Sachen schön zubereitest und in gute Atmosphäre zu dir nimmst, denke daran, dass die soziale Komponente hier auch eine große Rolle spielt. Wenn du also deine Mahlzeiten zusammen mit deiner Familie annimmst in einer sehr schönen Atmosphäre, dann schmeckt das nicht nur besser, es kommt deine Gesundheit besser zugute, als wenn du alleine irgendwo in der Ecke sitzt und deine Speisen einnimmst. Das sind also diese sogenannten Kleinigkeiten, die Freude des Lebens erhöhen. Bereite deine Speisen richtig optisch ansprechend an, damit du Freude hast, eben am Teller zu sitzen und zu gucken. Das wird alles dir zugutekommen. Der nächste Faktor, der hier auch entscheidend wichtig ist, ist die Bewegung. Die älteren Menschen auf Okinawa, die bewegen sich auch weiterhin gerne und viel. Vor allem in den Gärten, aber auch sonst wo. Die nehmen teil an dem gesellschaftlichen Leben, kommen zusammen, tanzen zusammen, singen zusammen. Das ist alles vorteilhaft für dich. Deine Muskeln sind Speicherstellen für jegliche Substanzen, die für deine Gesundheit wichtig sind. Und pflege bitte, dass deine Muskeln in gutem Zustand bleiben. Bewege dich also. Tue ständig irgendetwas, um deine Muskeln herauszufordern und in einem physikalisch gesehen guten Zustand zu bleiben. Geh in die Natur. Mach Spaziergänge im Wald, dort, wo du die Ruhe findest, wo ein Duft von den Bäumen kommt oder von den Kräutern, die dort wachsen. Das wird alles dir zugutekommen. Denke daran, dass Stress dein Hauptgegner ist. Nur wenn du in Ruhe kommst, wenn du dein Sympathikus-Nervensystem verlässt, wenn du in den Parasympathikus gehst, nur dann ist eine Heilung möglich. Versuche in diesem Parasympathikus so lange zu verbleiben, wie es nur geht. Das ist pure Gesundheit für dich. Dein Körper hat unzählige Möglichkeiten der Regeneration. Nehme davon alles in Anspruch und das kannst du nur dann bekommen, wenn du eben in Ruhe bist, wenn du entspannt bist, wenn du die Spannungssituationen aus deinem Leben verbannst. Schau mal bitte, wo sind die Stellen von Spannung, vom Stress und schalte sie alle ab. Das meiste brauchst du gar nicht. Auch die negativen Nachrichten, die gerne momentan viele Menschen konsumieren, so kann ich das sagen, stelle das alles ab. Wenn du das dir nicht anschaust, dann läuft das weiter. Du hast also keinen Einfluss darauf, was daraus kommt. Aber das, was du dadurch ersparst, ist der Stress in deinem Körper, in deinem Geist. Komm zur Ruhe. Entspanne dich. Geh mal spazieren in den Wald. Versuche irgendetwas in deinem Garten zu machen, falls du so einen hast. Und wenn du gerne noch etwas mehr Informationen haben möchtest, wenn du vielleicht eine Beratung dir wünschst, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Ich schaue, was ich für dich machen kann. Und ich werde mich freuen, nächstes Mal dich wieder bei meinen Videos zu begrüßen. Mach's gut. Ade. Ciao.